Loot Drop 69. Also, ich glaube, wir gehen ein bisschen zu schnell voran hier. So, als nächstes Crystal Mountain. Das ist ja die letzte Welt, die noch richtig eingezeichnet ist hier. Da gehen wir aber noch nicht rein, weil die Viecher viel zu stark sind da drin. Aber unser Luck ist gerade ziemlich gut. Demdo. Ich dachte, wir kriegen mal einen Pump Control. Gibt es die am Ende im Crystal Mountain? Keine Ahnung. So, dir gebe ich die Erfahrung mal nicht. Ich würde die Erfahrung eher auf den dritten Slot legen wollen. Erstmal Charm B. Ah, 30, das ist noch vertretbar. Bounce! Damit ihr selber ein bisschen gecountert werdet. Und Favorschein. Ach, Mist. Ja, gut, immerhin. Clock Slap! Okay, Guardian. Damit ihr uns nicht mehr so viel anhaben könnt. Okay. Toxic Tord. Wäre jetzt auch mal wäre mal schön zu sehen, was genau das für eine... Was das sein soll eigentlich? Slow Rost. Damit ihr richtig schön gegrillt werdet. Ich brauche schließlich schon nachher auch noch was zum Abendbrot. Läuft vermutlich auf Buttertoast hinaus. Ja, Schicksale, Freunde, Schicksale. Jetzt ist der Guardian natürlich weg. Barbecue-Flan, Leute, nee. Guardian. Danke. Vielen Dank. Jawoll. So muss das sein. So geht das auch. Und dann hauen wir dir das mal hier noch mit rein. Und Sacrifice. Für besonders viel Erfahrungspunkte. Die gerade nichts gebracht haben. Schön. Ist ja schön. So, Bounce. Und Kingflan, bitte. Mach mal fertig jetzt hier. Komm. Ach, nee. Ich hätte Live-Wall machen können, aber ist auch egal. Der kann ja auch nicht angreifen hier. Jetzt haben wir zwei Viecher dabei, die nicht angreifen können. Das ist nicht gut. Und Dewflan kann auch nur... Ah, das ist ja jetzt echt blöd. Keine so gute Party, glaube ich, gerade. Also die sind einzeln alle gut, aber... Naja, ich habe jetzt auch noch nicht ganz rausgefunden, was mir das jetzt bringt, dass wir hier... Dings haben. Autolife, keine Ahnung. Ist hier unten eigentlich noch irgendwas Besonderes? Nee, Timmy, wie kommst du denn da drauf? Auf den Mist? Gut, dann Pump Control, keine Ahnung, wo es die gibt. Habe ich echt keinen blassen. Kaum in der Mushroom Passage angekommen, schon müssen wir kämpfen, Mann. So. Ja, Slow Rose auf jeden Fall. Dass ihr auch drei auf einmal abschießen könnt, das ist so gemein. Gives a temporary speed boost, doubles your party speed for a short time. Was zum Teufel, ey. Frosted Flint. Oh, Mann, ey. So. Guardian und Magic Apple mal. Ne? Und Rando-Flan, was ist denn das da hinten? Ist das nicht ein Barbecue-Flan sogar? So, da können wir nämlich hier mal ein bisschen das Zeug reinhauen. Chance hier. Oder Chance hier, Chance hier. Ah, du weißt schon. Regendrop. Trotz, dass das jetzt andere Flans sind, bleibt der Regen-Drop, meinte ich natürlich, erhalten. Was ja auch nicht so schlecht ist. Slow Roast. Oh, Ninja-Flan ist ja auch nicht so übel, ne? Loot-Drop.
Wir sind trotzdem fast hinüber. Schöner Mist. Regendrop. Ja, das ist, so. Dann nehme ich mal 0 Attack, aber trotzdem bleiben die Attacken natürlich stark. So, und der Ninja Flan ist gleich hinüber schon wieder. Schön. Das ist echt so ein Dreck. Raste förmlichst aus. So. Jetzt heile dich doch mal schneller, Mensch. Ich habe niemanden gerade, der heilen kann. Also musst du dich jetzt mal selber kümmern. So. Die Vitamine sind scheinbar nur temporär. Das ist natürlich sehr schade. So, das gebe ich dir hier drauf. Du hast es am wenigsten nötig, aber ist egal. Blue Drop. Dass wir so in die echt richtig reinkriegen, das ist echt nicht so gut. Ja, das war ein super Heal, ganz ehrlich. Vielen Dank nochmal. Ah, Loot Drop. Randoflan. Really? Disarm. Komm schon, Ninja Flan, jetzt heil dich mal ordentlich hier. So, Loot 46. Und ich glaube aber, der Kampf ist sowieso gleich vorbei, weil wir... Ne? Und so. Weil die gleich hinüber sind, die Walls. Bin ich mir ziemlich sicher. Zumal der Slow Roast ja steigt ohne Ende. Ne? So, wann ist Charm A vorbei? Das dauert noch einen Moment, aber wir können es trotzdem schon nochmal machen. So, Loot Drop. Also wie schnell die teilweise schießen kann, ist auch nicht normal, muss ich ehrlicherweise gestehen. So. Aha, aha. Loot Drop. Sind wir bei 63. Nice. Und wir haben keine Erfahrung, die wir geben können. Also Chance hier. Gut, das hat gar nicht funktioniert. Auch schön. Regendrop. So. Disarm. Jetzt bei 120, jetzt auch sinnlos irgendwie. Loot Drop. 69. Und trotzdem nur Ultima Flan. Das ist doch blöd. Das ist zum Beispiel nicht blöd. So. Swift Drop. Das war ein bisschen schneller. Siehste, da haben wir es schon. Slow? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist gleich hin. Du alte Mistwall. Bei Loot 80. Schade. Was gibt's denn für einen Drop? Ein Minor Sleet. Natürlich Luck, Loot 80. Logisch. Also Luck. Loot. Weiß nicht, also. Na, ist egal. Wo gehe ich eigentlich hin? Ach ja, ich wollte eigentlich mal als letzte Amtshandlung für diese Session irgendwie nochmal. Ja. Einen Kampf machen, wo wir nochmal das Loot, unser Luck, ein bisschen in die Höhe treiben. Um dann auf Basis dessen vielleicht ein paar schöne Drops abzugreifen. Den würde ich dann natürlich wieder schnibbeln, den Kampf. Aber wenn man dann natürlich jetzt hier die ganze Zeit keinen Kampf mehr encountert, obwohl es die ganze Zeit so war, muss ich mich natürlich fragen, ne? Nee, den Marshall-Swamp will ich eigentlich nicht gehen. Moment, eine Sekunde. Ah, musste mal kurz hier einen Schalter ausschalten. Und jetzt geht das hier weiter. Ich werde es vermutlich auch so machen, dass ich jetzt demnächst mal einfach so zocken werde. Ich werde es aufnehmen und auch, denke ich, mal wieder zurechtschneiden, aber vermutlich gar nichts dazu sagen. Silkill. Ah. Na, das ist doch ganz gut gerade. Ist nur einer. Dann erhöhen wir unsere Defense und dann kannst du uns gar nicht so viel, wollte ich sagen. Offensichtlich schon. So. Magic Apple, bitte. Ein Ultima Flender ist ja prima.
Charm A. Lalalalalala. Loot Drop. Und hier können wir mal den grünen Level upgraden mit einem Dragon Drop. Gar nicht so schlecht. So, Eclipse. Dann hast du hier nämlich nichts mehr zu melden. Und jetzt hackte das Spiel eben kurz, was ich nicht so gut finde. Könnte sein, dass es die Aufnahme zerstört. So. Flood Puddle. Gar nicht so übel. Loot Drop. Und ich wollte diesen Kampf zusammenschneiden, richtig? Ja. Wieder sehr gut geklappt. Okay, dann höre ich jetzt mal auf zu labern und schneide dann die wichtigen Stellen wieder rein. Na prima. Und natürlich wieder Minor Strength bei so einem... Oh Mann, ey. Oh, ich werd verrückt. Na schön, Freunde. Dann stelle ich mich jetzt mal hier so hin und sage für dieses Mal Adieu. Wie gesagt, ich werde die jetzt vermutlich jetzt gleich noch ein bisschen weiterspielen. Aber wie gesagt, ohne reden. Weil das irgendwie ein bisschen, naja, ist. Ich werde vermutlich im Mushroom Swamp ein bisschen durch die Gegend gehen und dort weiter trainieren noch ein bisschen und versuchen nicht zu sterben. Wie gesagt, ich werde es weiter aufnehmen und die wichtigsten Stellen reinschneiden. Und ja, meine Kommentare zu den meisten Dingen kennt ihr ja mittlerweile schon. Und deswegen sage ich für dieses Mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bei der nächsten Episode von Flan Rising. Wieder, wenn wir dann langsam in die letzten unerforschten Areas gehen und dann vielleicht sogar schon bald dieses Spiel zu einem Ende bringen. Ich glaube noch nicht ganz dran, aber kann ja sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis denn, euer Timmy von ZMovie. Am besten so, bis denn, tschüss!